Doch, ist nichts drin. Nichts Wichtiges. Das Links, was er da hingestellt hat, das hatten wir demonstrativ im letzten Livestream schon mal hingestellt gehabt. Vielleicht mal. Wenn hier der Daniel. Ja, okay, er hat. Was wollte ich ihm jetzt holen? Das ist aus dem Mod Pressure Pipes der Multi-Block-Tank. Dazu braucht man einen Tank-Controller. Und dann kann man hier entsprechend große Tanks bauen, die aufgrund der Menge der verwendeten Blöcke eine unterschiedliche Größe hat. Kann man sich ein bisschen so wie die Railcraft-Tanks vorstellen. Man kann nicht so toll reinschauen. Sie Wollte ich gerade können sagen, gibt es da nicht eine Anzeige? Aber mehr beinhalten und schauen wir mal in den Mod Pressure Pipes. Ich habe es nämlich nicht im Kopf, ob der nicht noch eine Anzeige hat. Ich dachte nämlich schon, oder war das was? Moment. Mal was? Ich schaue gerade wegen Pressure Pipes. Hatte der eine Anzeige? Ja, es gibt Denk einen Indicator Tank Block? Indicator Block, genau. Ja, Das die hätte wäre. ich auch noch einbauen können. Genau. Die Da habe ich würde noch man nicht. dann Man sieht, wie theoretisch. voll das ist. Dann würde man sehen, wie voll er ist, ja. Wir können ja drei. Nein, ihr habt schon beide Blöcke komplett fertig. Na, okay, egal. Ja, wir können nach hinten und nach oben und nach unten erweitern. Das Genau. ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Wer Problem. weiß, wie viel Dreck, warm, kalt, Wasser, Coolant du da erzeugst mit deinem Reaktor. Ich habe da schon ein bisschen Befürchtungen. Einen habe ich übrigens da, so ein Tank-Indicator-Block. Okay. Mir gerade auf. Okay, so sieht er aus. Kann Sieht man da auch man. drei übereinander setzen? Ja, kann Ja. man. Dann sieht es hier aus wie ein NDIO-Kapazitor. Genau. Ah! Genau Jetzt so bin ich sieht's nicht aus, nur gefangen. eben nicht für Energie, sondern für Flüssigkeiten. Na toll, jetzt hat da jemand, ach ich, ein Kabelkanal gebaut. Ja, sonst. Ich Wer weiß nämlich was? jetzt, warum ich zurückgegangen bin, weil mein Jetpack ja leer war. Und Tada. Butze, Hier, wir nimm haben. meins. Nimm meins, dann nehme Nee, ich passt deins schon. und gehe das voll machen. Butzi, wir Okay. haben hier einen wundervollen Kommentar gerade bekommen von Wumpsi69. Xycraft Tanks waren seiner Meinung nach die besten, die es je gab. Und Ja, haben. das war ja nie ein fertiger Mod. Ja, klar, das ging nie über Alpha hinaus, nicht? Aber ist ja egal. Ich fand Half-Life 3 auch das Beste von der Serie. Okay. Übrigens. Guter Sangha, ne? Du Nicht? hattest ja hier eine ganz tolle Veranstaltung. Vielleicht könntest du mal zwei, drei Sätze zu dieser netten Veranstaltung sagen, bei der du da warst. War lustig. Das war Einsatz. Okay, das war der erste Okay. Satz. Der zweite Satz wäre vielleicht, was es war. BTM. Heißt übersetzt, für die Nichtwissenden. Voll toll. Ja, nee, Better than Minecraft, Minecon war's. Nee, genau. Das ist im Endeffekt eine, ja, wie Minecon bloß halt im Spiel. Also virtuell. Und das war das erste Mal irgendwann Mitte des letzten Jahres. Genau, da hattest du ja mal ein Video rausgebracht gehabt, wenn ihr, oder hier habt ihr ein Ah, Video das habe ich rausgebracht. geguckt, ja, ich Genau. erinnere. Stimmt, ja, genau. Und also im Endeffekt ist es halt, ja, ein Server, der für ein paar Tage online ist und wo jeder drauf kann, der das Modpack hat. Und wo halt dann so ein paar Mods quasi ihre Stände haben, wo sie die Mods vorstellen. Und dann gab es noch ein paar größere Säle, wo dann auch Vorträge gehalten wurden, unterschiedlicher Art. Also mal Mod vorstellen, mal Stand der Modding-Szene um 1.8 und so Kram. Genau. Und das war halt jetzt halt am 2.3., glaube ich, war das Genau. das zweite Mal. Und war wieder recht witzig, ja. Was waren es? Ich glaube, 60 Leute, die am Aufbau beteiligt waren. Irgendwelche. Waren es 300 irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Zahlen nicht so genau im Kopf, aber waren viele Leute dabei auch, ja. Und gab natürlich auch diverse Server-Crashes und so. Ja, war lustig. Ja, Hat Spaß das gehört mit gemacht. Metal dazu. Test Mods. Genau. Ja, das war der Testmarathon. Vielleicht kannst du uns und der Community noch ein bisschen so einen kleinen Ausblick geben. Und zwar momentan ist ja die Modding-Szene ein bisschen sehr zwiegespalten, in welche Richtung es bei 1.8 gehen soll. Manche haben für irgendwelche 1.8er-Versionen, also für 1.8.0 quasi entwickelt. Manche haben für 1.8 irgendwelche Zwischenversionen entwickelt. Jetzt langsam fangen sie für 1.8.9 an. In welche Richtung wird Ja. es denn eher gehen? Weißt du da Also was drüber? ich bin der festen Überzeugung, dass 1.8.9 jetzt ziemlich schnell Akzeptanz finden wird, als ein paar größere Mods auch zusätzlich noch hinwandern. Okay. 1.8.8 zu 1.8.9 ist eigentlich fast das gleiche. Also implementierungstechnisch, also ich habe von 1.8.8 auf 1.8.9 geportet, indem ich die Forge-Version geändert habe und das war's. Oh, das ist gut.
Das klingt nach einem Plan. Genau. Also das ist kein großer Aufwand. Und von 1,8 nach 1,8 Punkt irgendwas, das war nochmal ein bisschen gefrickelt, weil sie dann nochmal irgendwie in ihrem Tessellator-Zeug-Code was geändert haben, also was, wo man verwendet, um GUI-Zeug zu rendern und alles mögliche, Overlay-mäßige. Aber es ist nicht so der dramatische Aufwand. Das ist halt Arbeit mal. Ja. Und lästige Arbeit vor allem, weil es ist im Endeffekt Search and Replace, was man nicht mit Search and Replace machen kann, wenn man doch zu viel mitdenken muss. Okay. Ein bisschen lästig. Aber es ist, das geht. Also da ist der Schritt von 1.7 zu 1.8 erstmal der größere gewesen mit den ganzen Block-Rendering-Zeug. Aber also, wie gesagt, also momentan gibt es vor allem ein paar Leute, die jetzt auch sich mal längerfristig mit dem ganzen 1.8-Render-Kram beschäftigt haben und jetzt dabei sind, so ein paar andere größere Mods mal für die eigentlichen Modder zu porten auf 1.8.9. Das heißt, aber ich denke, das wird es ganz gut vorangehen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand vorhat, mal ein neues Modpack rauszubringen oder langfristig ein neues Modpack hat rauszubringen, sollte er sich dann an den Gedankengebühren 1.8.9 zu nehmen. Es wird langsam zumindest realistischer, ja. Okay. Also jetzt ganz konkret aktuell sind halt die ganzen 1.8-Mods entweder noch in Entwicklung beim Porten und halt teilweise noch nicht ganz vollständig, also zum Beispiel RF-Tools. Mhm. Ist halt jetzt auch so angefangen, aber er macht es halt eher so modular, also er macht halt Einzelteile erstmal. Sprich, ja, es gibt den Mod, aber es gibt halt erstmal bloß irgendwie 2, 3, 4, 5 von den 10 Millionen Blöcken, die es da drin gibt. So in der Richtung. Und ja, das wird so nach und nach dann alles ein bisschen kommen. Er macht es halt schrittweise, ne? Genau. Okay. Und ja, ich glaube, Metal Craft ist jetzt auch auf 1.8.9 so gut wie fertig. Das auch die ersten Screenshots schon wieder mit. Genau, weil es gibt jetzt dann noch ein. Es gibt jetzt dann momentan in Entwicklung ein neues System für Multiparts. Weiß ich nicht, ob ihr da schon irgendwas von mitgekriegt habt. Ja, ich habe mir das BTM-Pedal dafür angeguckt. Ja, genau. Also da ist jetzt einer dran am Werkeln gerade. Das ist im Endeffekt, also so wie jetzt halt dieses Forge-Multipart, was es ja bisher gab, was aber niemand so wirklich mochte und was viele Probleme verursacht hat und schieß mich schon sowieso nicht zuletzt, weil es einfach wahnsinnig überladen war und viele nicht wirklich viele mit anfangen konnten, dass es in Scala geschrieben war und solche Geschichten. Und das ist halt jetzt halt in Java geschrieben und etwas simpler und von der API recht freundlich. Und es gibt sogar die Hoffnung, Wahrscheinlichkeit sogar, dass es direkt in Forge selber reingezogen wird. Ah, okay. Also, dass es kein Mod bleibt, sondern dass es wirklich eben in Forge reinkommt und dementsprechend halt einfach immer vorhanden wäre, was recht cool wäre. Ja, da hast du. Und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt, aber das ist ganz cool. Ja, das wäre wirklich. Eine Frage, die mir manchmal ein bisschen auf der Seele brennt, als Modpack-Autor natürlich, ja. Warum verwenden mittlerweile so viele Leute mehr wie einen Mod ist falsch ausgedrückt, warum verwendet jeder irgendwo seine eigene Library? Klar, erstens, weil er sie selber schreibt und sie selber kennt, ist klar, ne? Ja, also ich meine, prinzipiell, dass man sein eigenes Zeug haben will, verstehe ich, weil sonst hat man halt wieder irgendwelche Abhängigkeiten und dann gibt es halt wieder neue Versionen und dann ist man wieder abhängig von einem anderen Mod und kann nicht gleich porten, weil dann wieder irgendwas anderes fehlt. So gesehen, das kann ich schon verstehen, aber was ich auch zugegeben lästig finde, ist, wenn jeder meint, er muss seine eigene Lib als extra Jar machen, die man extra runterladen muss, bloß um dann den einen Mod zu verwenden, für diese da ist. Das ist, ja, aber ich glaube, da wird sich nicht groß was ändern. Nee, glaube ich auch nicht unbedingt. Aber es ist halt manchmal ein bisschen ärgerlich, sagen wir mal so. Aber ja. Man kann nicht. Also sagen wir mal, bei den Moddern, die halt zig Mods haben, die dann auch alle da das Ding verwenden, da macht es Sinn, richtig. Ja. Also ich jetzt zum Beispiel auch, wo ich jetzt mal mit meinem neuen Mod angefangen hatte, da jetzt auch so den Code halt fürs Ingame-Manual, dachte ich mir auch so, ist mir eigentlich schöner, das irgendwo in der gemeinsamen Lib zu haben, aber jetzt ist es halt quasi doppelter Code, aber mei. Ja gut, aber Ingame. So, ich muss mal was testen. Da hättest du ja die Möglichkeit gehabt auf, oh Gott, wie hieß es nochmal? Ingame-Wiki gibt's, richtig. Nee, die meinte ich gar nicht, sondern es gab noch eine andere für Dokumentation, die ist. Ah, das mit M vorne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sie hieß. Ich hatte es, ich glaube, wir haben sie sogar hier im Modpack drin, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Flo, kann ich theoretisch den Reaktor ausmachen, manuell? Wenn du an dem Redstone oder dem Redstone-Signal anlegst, ja. Oh. Kann ich ihn dann an- und ausschalten? Ich stand gar nicht in der Lage. Wenn du ein Redstone-Signal anlegst, dann geht er aus. Und wenn du es wieder ausmachst, dann geht er wieder an wahrscheinlich. Okay. Würde ich vermuten. Sollte. Dann, also wenn das so funktioniert, wie du meinst, dass es funktioniert. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil ich... Sehr praktisch. Wir haben jetzt gesehen,
ich habe theoretisch Fluid Coolant reingepumpt, zumindest mal das erste. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen Hot Coolant erzeugen. Weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Naja, wenn du doch gerade da bist, sag mir doch mal schnell, wo ich mein Jetpack wieder aufladen kann. Da, wo du es beim letzten Mal schon aufpumpen das konntest. Weiß ich nicht mehr, das ist schon so. Es war letztes Jahr. War irgendwo da drin, aber ich find's. Nee, es war nicht da drin. War da, wo du drauf stehst. Ah. Dann kann ich natürlich lang. Okay. Hallo, ich habe große Füße. Das konnte ich nicht sehen. Okay. Sei ihm vergönnt. So. Gut. Uranium, was haben wir denn hier? Wir haben Uranium 238. Und das können wir jetzt. Haben wir schon enriched? Genau, wir haben schon enriched Uranium. Oh Gott, jetzt brauchen wir eine Fuel Rod MT. Die haben wir noch nicht. Ja. Oh ja, und du musst beobachten, da verbrennst du die Finger dran, ne? Das weißt du schon. Hm? Das ist wieder so ein heißes Material, ne? Ja, ja. Die Fuel Red Empty hoffentlich noch nicht. Oh, so. dann kann ich jetzt ausprobieren, ob man auf dem Bett mit dem Schlafsack schlafen kann. Genau. Und ich lege mich ins Bett. Das ist natürlich praktisch. So. Also irgendwie ja, es geht. Nur anders, als ich dachte. Aber wieso wirst du jetzt nicht im Bett angezeigt? Ich habe mich schlafen gelegt, schnell. Achso, du. Yeah. Also die Fuel Red Empty war eine Iron Plate. In Geridion. Hm? Die ist der Mod. Ah ja, genau. Enchiridion, ja genau, je nachdem genau. Wie man den Pronoun. Ja, wie man ihn auch aussprechen möchte. Mhm, genau. Extruding. Genau, du hast Extruding. Murray Culture hat den verwendet, richtig, da war hier. Irgendwas. Ja. Ja. Weil mir hat auch ehrlich gesagt die Dokumentation vom Aussehen her relativ gut gefallen. Also deswegen ist mir der ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Aber natürlich, jeder hat da so seine anderen Präferenzen. Ist logisch. Ah, das und dann spielt auch wieder so das rein mit Abhängigkeiten und so. Ja, ist klar. Also der Hauptgrund, warum ich irgendwie jetzt versuche, wenn ich irgendwas habe, was ich eigentlich immer da haben will, das dann nicht als Abhängigkeit zu machen, war, seit ich ganz am Anfang so ziemlich von Open Computers ziemlich auf die Fresse geflogen bin, als ich beschlossen habe, so, ich nutze es einfach Universal Electricity für alle Stromarten und bin jetzt ist weg. Aus dem Schneider. A, das, B, hat jeder verflucht und meint wieder, er will nicht extra das installieren und so. Und daher, ja. Da hattest du ja dann dasselbe los wie Aiden Brady mit seinem Mechanismus. Ne, weil der kommt ja aus der Ecke. Der war ja, ich war nicht Co-Autor, sondern irgendwie war er ein Mod-Entwickler, der drauf basiert hatte und das war halt dann wieder natürlich dämlich für ihn. Ja. Aber von dem guten, na, wie hieß er denn nochmal? Wie hieß der Entwickler von dem Mod? Calclavia? Calclavia. Hört man ja in letzter Zeit fast gar nichts mehr, oder? Recht wenig, ja. Also er ist dann in der letzten Zeit, wo er noch was gemacht hat, hat er sehr stark an Nova entwickelt, falls ihr das was sagt. Nova, das ist so ein Alternativansatz gewesen für Mod-API im Endeffekt. Basieren zwar auf Forge, aber mehr so mit dem Zweck, das Ganze noch weiter zu abstrahieren, sodass man eigentlich davon gar nichts mehr mitkriegt. Und wenn dann idealerweise sich irgendwas ändert in Minecraft, das komplett wegextrahiert ist und man den Mod nicht anpassen muss für verschiedene Minecraft-Versionen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen eingeschlafen, nachdem der jetzt wohl wieder recht viel zu tun hat mit Uni und so. Kann ich mir vorstellen. So. Wie es hier vielen Leuten. Nicht schon wieder in die Lava-Höhe hüpfen. Nein. Nein. Du. So, das jetzt nochmal Extruding. Da rein. Weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Lava, geh weg! Ach, willst du? Wo bist du überhaupt? Ich bin in Bedrock-Höhe, warum? Ach so. Es wird ja schon schwierig, Lava zu finden. Brenzlige Angelegenheit. Ja, das ist ein bisschen, naja. Weil ich muss jetzt hier über eine große Höhe Wasser transportieren, um dann hier unten Bedrock abzubauen. Bist du zufrieden mit deiner neuen Bleihülle? Bleihülle? Rund um den Reaktor. Weiß ich also noch nicht. Verdammt niedrige Blastresistenz hat wahrscheinlich nicht, aber ja. Ist egal.
Das wird ja eh nie in die Luft fliegen. Mhm. Enttäuscht den Chat nicht. Wir haben ja die perfekte Mechanismen hier installiert, um das alles zu vermeiden. Haben wir? Glaubt ihr. Also, ja. Ihr wisst, dass ich auch auf dem Server bin, ja? Das ist so gut. Das überlebt sogar dich. Oh je. Was? Das wollen wir. Das testen wir aus. So, ich ziehe jetzt auf jeden Fall mal meine Rubber-Sachen an. Mhm. Super, jetzt wird's ätzend. Also alle unter 18 jetzt bitte ausschalten. Okay. Na gut. Ja, das ist dann nicht eher Latex. Psst. Aber ihr wisst ja, ne? Kleinigkeiten. Einen Kanal hat man noch frei, nicht wahr? Ja. Kleinigkeiten. Ich verlege hier auch Bleiplatten und das ist gar kein echter Blei. Sondern? LED. Naja. Was Blei ist, aber egal. Okay. Deswegen bin ich verwirrt, ja. Okay. Jojo, du hast echt ein Furnace als Rezept abgelegt. Okay. Ich frage nicht weiter. Ja. Okay. Aber wenn du autocraften musst, irgendwas damit. Okay. Ja. Natürlich. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt als eines der wichtigsten Anfangsrezepte genommen, aber okay. Wir haben noch nicht mal ein Rezept für Hebel, so gesehen ja, aber... Das habe ich nicht gebraucht. Also, okay. Das ist ganz einfach. Ist es wichtig? Ja, wenn ich es brauche. Mhm. Okay. So, mein Inventar hier wieder befreien. So, und zwar, wir wollen das Rezept, das ein... Fuel. Hier. Fuel Rod Uranium. Das heißt, wir wollen enriched. Richt. Das können wir auch noch reinpacken. Plus ein Fuel Rod. Sollte ich mal mitnehmen. So. Dann brauchen wir das da. Das Ganze da rein. Und? Das darf mal laufen. Während ich ein Eject-Module baue. Dann genau. Muss man auf die Temperatur kommen. Und dann haben wir eine Fuel Rod Uranium. Sind die eigentlich auch noch die radioaktiv oder die nicht mehr? Ich glaube, die sind noch radioaktiv. Also, ich habe keine Ahnung, aber du kannst sie gern mal nehmen. Ich bin hier in meiner Nuklearverkleidung da. Also, teste gerne. Und jetzt, ob das Ganze probiert, probieren wir jetzt einfach mal. Funktioniert. So. Gut, da komme ich vorbei. Also, erstmal Craft. Also, das Autocrafting teste ich jetzt gerade, bevor jetzt irgendwelche Hoffnungen entstehen. Ja, ich wollte schon sagen. Ich muss ja jetzt erstmal das Ding herstellen und dann können wir weiter gucken. So, also gecraftet wird. Jetzt brauche ich noch mein Ejector-Upgrade, was wir auf nach oben raus konfigurieren. Einfach mit einem tollen Shift-Klick, genau. Dann haben wir U-Rods Uranium, genau. Und da wollen wir Quad-Fuel-Rods machen. Wofür wir noch was brauchen? Iron Plates, okay. Hoffentlich reicht's. Na komm, dreh hoch, du kleine Mikroturbine. Hallo Klee. Klee? Ja, Klee. Klee, okay. Und dafür brauchen wir Pattern. Na, wird knapp. Holen wir uns nochmal so, zwei Chat. Und jetzt können wir sagen, wir hätten gerne 3 Fuel Rods Uranium. Quad wohlgemerkt. Dauert jetzt ein bisschen. Ha! 1053! Juhu! Es geht! Jawohl! Aber Fuel Rods Uranium werden abgefüllt. Die könnten wir übrigens auch mit einem Zug anliefern, fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade fragen, wie bringst du die immer noch da drüben? Ja, in Castor Transport. Freiwillige vor. Wer kettet sich an die Schienen? Okay. Wir kennen den Daniel an die Schienen. Das klingt nach einem Plan. Oh, das war ein... Was? Oh. Okay, alles klar.
Uiuiui. Kannst du mal einen Soundmuffler installieren? Nee, er holt das letzte eigentlich aus sich raus. Ja. Eigentlich habe ich mich sogar noch weggedreht, aber irgendwie ist mein Mikro in der Richtung auch noch zu gut. So, wie viel haben wir denn schon? 6 Halt. Ja, ich brauche mehr Beat-Sachen. 3 War doch so, oder? War das so? Nein, natürlich nicht. Zwei Diamanten, ein Obsidian. Haben wir noch Dias? Nein. Diamanten. Und du brauchst die jetzt nicht, die packen wir erstmal ganz schnell da rein. So, lassen wir vielleicht 2 drin. Dann die restlichen 3 da. So, dann haben wir jetzt Quad. Fuel Cells Uranium 3 Stück. Und ich würde sagen, mit denen rennen wir mal zum Reaktor. Renn. Macht's boom, lauf, macht's boom, Forrest, boom. Lauf, lauf. Ich bin so. Ganz weit weg. Besser ist das. Schalalalala. Und jetzt so. Haben wir den. Jo, Bedrock Breaker, jawohl. Oh. Das und das haben wir. Das, wir können jetzt hier übrigens die ganzen Fluid-Sachen hier reinkippen. Und die kommen dann automatisch hier rein und füllen den auf. Also das funktioniert schon mal. Wie kommst du eigentlich jetzt hier dran, wenn ich mal fragen darf? Indem du auf den Reactor Access Hatch drückst. Ja, aber ich habe da keinen Zugriff mehr. Hier, von der Seite siehst so. Du. Verlegst du das nicht einfach besser eins weiter nach unten? Ja, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt oder woanders hin. Also theoretisch müssen wir ihn, oder ich pack's auf irgendeine Seite. Hast du recht, machen wir mal. Dann hast du noch von diesem High-Pressure-Pipe? Sonst gehe ich schnell welche holen. Ja, da habe ich noch 23. Moment, Pressure-Pipe brauchen wir dafür gar nicht. Für das Hatch. Nee, das, achso, ich hätte das Hatch jetzt einfach da gelassen. Achso, und die Dings Pressure Pipes dafür beendet. Mal gucken, was die da machen. Kurz, wir gehen mal einen Schritt nach vorne. Achso. Am besten nimmst du eine Tür, dann siehst du auch was durch. Also, du würdest die Pressure Pipes runterlegen. Liebe Wumsi 69, ich komme aus derselben Ecke. Ja, ja. Und ich wenn hab 20 Stück noch. Wenn ich deine letzten 2 Zahlen interpretiere und wenn die was mit deinem Geburtsdatum zu tun haben, dann sind wir nicht so weit auseinander davon. Also ich habe auch Assembler noch gelernt. Nee, wegmachen. Den wollte ich und Pascal. Nicht verbinden. Den lernen wir heute auch noch. Den da wegmachen hier. Hast du auch Assembler mit DIP-Code-Programmierung gemacht? Kommst ja noch dran. Oder mit du kriegst Sachen. Du kennst so DIP-Switches an Microcontrollern? Nein? Sagen wir machen das jetzt. Also das da heißt, sieht man übrigens, dass hier die Fluid drin ist. Das heißt, du programmierst bitweise. Ach, die ist da wirklich drin? Ja, die ist da wirklich drin. Ich fühle mich sicher. Schalala. Drum. Ja, lass ja die Tür zu. Solange der Reaktor offen ist, ist es okay. Wenn die offen ist, ist immer die Frage, ob wenn die Tür offen ist, ob die dann auch funktioniert. Ja, tut sie. Der Reaktor. Na dann. Zumindest bei Rotary Craft funktioniert es mit Hatches. So. Dann machen wir das einfach da unten im Boden drin. Lochkarten. Ach du. Ach du Gute. Okay. Lochkarten. Also das ist noch aus dem Museum. Also Lochkarten sind ganz knapp an mir vorbeigegangen. Würde ich sagen. Aber nur ganz knapp. Ja, ich mein Vater Spaß mit. Kann der welche machen schnell? Ich habe einen Locher hier und ich habe Postkarten da. Die müssen dann aber auch funktionieren. Verschlüsselt. Programmieren wir bitte schnell Pong drauf. Habe ich das Ding jetzt bekommen? Wehe, wenn nicht. Hä? Liegt in der Flüssigkeit. Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, da reinzuhüpfen. Hast du einen Anzug an? Ja, ich hab's bekommen. So. Siffe. Irgendeine Siffe. Mega. Was passiert, wenn man da reingeht? Probier es aus. Möchtest du es ausprobieren? Wollte das klar machen. Ja, mach. Kommt gleich raus. Nee, kommt nicht raus. Aber mach ruhig auf. Ich mach's für dich auf.
Dann darfst du es ausprobieren. For the science und so. For the science, genau. Also wenigstens irgendjemand muss halt Schaden abbekommen. Nicht nur ich in der Lava. Ja. Da viel Spaß. Auch passiert nichts. Dann ist das nur Kühlflüssigkeit wohl. Ist es ja auch nur Kühlflüssigkeit. Genug. Ich hab deinen Block hier. Ja, den setzt du einfach irgendwo rein. Da. Genau. Perfekt. So. Also dann können wir das wegtun und das wegtun. Ja. Und können das. Eigentlich ist es doof, aber mei, hilft nichts. Ja, mei, ist jetzt so. Dann ist das halt da unten drin. Nee, schau mal, da sollte noch ein Head Pressure Output rein. In irgendeiner Form. Der gleich nochmal konfiguriert werden muss. Auch das? Kommt der gerade ab? Der konfiguriert werden muss auf. Der verbindet sich ja nicht. Ja. Zumindest bei mir nicht. Ach du Scheiße, Bubsi, du bist ja schon richtig steinalt, genauso wie ich. Ich kenne das auch noch. Gut. Also, Kühlflüssigkeit ist drin. Das Ding ist nicht angeschlossen, soll auch nicht, weil ich möchte die Hot Coolant rausbekommen. Und jetzt tue ich mal die erste Quad-Zell rein und es passiert noch gar nichts. Die zweite, es passiert auch nichts. Die dritte, es passiert auch nichts. Oh, Reaktor funktioniert nicht. Nein, wir müssen ihn anschalten. Halt ich Jungs! Was macht ihr? Es ist was explodiert. Mhm. Ja. Der Reaktor? Nein. Die Tür. Die war definitiv nicht blastproof. What? Ja, die Tür ist explodiert. Wie kommt der Creeper überhaupt hier rein? Ja, das ist die Frage, die ich mich auch gerade frage. What? Ja, ich hätte gerne blastproof-Tür, ja? Oh, das ist falsche Marmor. Werf doch mal endlich deinen Reaktor an hier. Oh, Mann. Kacknub. Flo, was muss ich machen? Da oben Redstone-Signal anlegen. Beziehungsweise keins anlegen. Ich weiß nicht, warum er konfiguriert ist. Ja, ich brauche ein Redstone-Signal. Dann musst du oben da, wo jetzt der Thermometer-Dings steht, stattdessen ein Redstone-Signal anlegen. Bei ratet mal, wer. Hat jemand einen Schalterhebel und sonst was dabei? Ja. Nee, für ja. Gibt es leider kein Rezept. Habe ich. Bitteschön, 4 Stück, dass du nicht arm stirbst. Einer reicht. Die anderen 3 sind für Vorrat. Der Receiver, den Receiver kann ich eigentlich schnell hier abbauen, oder? Flo, den kann man wieder aufstellen. Ja, oder? Genau. Die Karte dann ist halt drin, ne? Also, die müsst ihr dann rausploppen. Ab wann schmilzt es? Ab 80%? Bei dem Redstone-Receiver? Nee, bei dem Thermometer. Nee, ich wollte nur den Redstone-Receiver. Ach so, bauen. Ja, gut, dann müsst ihr sich den Kanal merken, ja. Damit ich jetzt nicht da hochrennen muss. Ja, nee, den müsst ihr genau. Bei dem kann ich jetzt hier anschließen, also es passiert nichts. Und wenn ich den jetzt anschalte, erzeugen wir Heat Hitze. Und. Genau. Radiation. Schalte ich ihn wieder aus. Coolant wird noch nicht rausgezogen. Alles gut. Genau, Coolant wird nicht rausgezogen. Das möchte ich nämlich manuell haben. Okay. Wenn ich hier einmal sagen kann, ich hätte hier eine Fluid Cell Hot. Genau. Und, irgendwie. Springen. Ich kann ja eigentlich wieder Ding anziehen, mein Jetpack. Hab ich's denn solange da du keine haben. Bösen Sachen in der Hand hast, ist das okay. Nee, ich habe keine bösen Sachen in der Hand. Wenn ich hätte dir jetzt lachen können. War klar, dass so, kommt. Und kann jetzt hier sagen, will only accept das Ding, genau. Und wenn wir das jetzt verbinden. Hier. Du kannst dem ja auch noch sagen, die Hot Coolin Cell kannst du mir auch noch andrehen, genau. Dann hat er die Flüssigkeit, genau. Jetzt hat er nämlich einen Filter. Und wenn ich das jetzt verbinde, musst du trotzdem dem High Pressure Input noch ein Redstone-Signal geben. Ja, genau. Deswegen hast du auch mehr Schalter. Okay. Und zieh da raus? Nö. Tut er nicht. Was habe ich vergessen? Site has no connections. Dinge. Er erkennt nicht, dass da. Ist da unten dran ein Fluidport? Ja. Ja, okay. Eigentlich schon. Wobei, Site has no connections. Funktionieren sein, die Dinger stimmt. Im Rahmen? Müssen die vielleicht an einen der. Also, ich meine, das 3x3 ist ja sein? Intake und Outlet. Filter EZ2 Hot Coolant, das passt ja. Aber der Butze könnte schon recht haben, dass es nicht im Rahmen sein darf.